Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt und ja, wir sind hier bei unserem Hof. Ich wollte jetzt Wasser fahren für die Schweine und alles drum und dran und ja, schauen wir mal, was auf uns zukommt. Angeblich, der Deutz kann repariert werden und dann müssen wir mal schauen, was jetzt auf uns zukommt. Der Herr Bayer wollte gleich noch vorbeikommen. Jeff? Ja. Gab doch Geld. 5000 irgendwas. Einnahmen BGA. Ja? Ja. Ich kann mal extra gucken, ob PA 5000. 198, also 5200 Euro. Einnahmen BGA. Sicher? Ja, steht im PDA. 5200, also 5198. Einnahmen BGA. Heute, das müsst ihr dann. Ach, übrigens, ich bin fertig, ich komme wieder zum Hof, ne, zum Hof. Ja. Bist du dir da sicher? Ja, es steht im PDA. Heute Einnahmen BGA 5198. Ja, irgendwie sowas. Hatten wir noch Mist da reingekippt oder das kam schon beim Spulen, ne? Beim Schlafen. Steht aber heute. Ne, da also war kein Mist mehr drin. Also ich habe jetzt heute noch keine Mist reingefahren. Wir haben zwar einmal Mist reingefahren, Moment, ich fahr mal rechts ran, dann müsst ihr dann zu sehen sein. Das müsste aber über die Nacht gekommen sein, weißt du, was ich meine? Ja, ja, normal schon über die Nacht. Ich habe mich auch gewundert, warum das jetzt so ist. Ja, genau, das muss über die Nacht gekommen sein. Weil das müsste ja nochmal irgendwo was stehen. Mist haben wir ja, ja, genau, die Mist haben wir reingefahren, aber es gibt ja, sonst müssen ja zwei Einzahlungen reingegangen sein von der BGA. Ist genau. Ja nur eine. Dann ist nicht von der BGA das. Also jetzt nicht von dem, von den Rüben. Mhm. Wir haben nur einmal in den letzten Tagen 5198 Euro bekommen. Das muss die Mist gewesen sein. Aber das kann ich auch schnell ausrechnen. Zumindest circa. Das müsste der Mist gewesen sein. Gehe ich auch von aus. Ja. Hallo! Hallo, Jäger hier. Moin, Herr Jäger. Sie hatten ja irgendwie Prozente von der ein Challenge, war? Ja.
Auf welches Fahrzeug werden Sie denn die anwenden, die Also die 15% auf das teuerste Fahrzeug. Wäre in dem Fall tatsächlich der Tucano. Gut. Der Tucano ist am teuersten? Ja, der Tucano, der kostet Liste. Also im Katalog, genau. Ja. Dip, dip, dip. Ich habe 348, also im Katalog von der Liste 348.000. So, und der große. Dim, 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 drei, und der große klar, der große Xerion 4.000, 337.500. Ja, also der Tucano ist so gesehen der teure. Ja, okay. Den Class-Gutschein habt ihr auch mit reingenommen? Nee, den muss ich noch machen. Ich bin gerade am Rechnen. Ja. Ich habe auch nachher noch ein paar Maschinen zu verkaufen. Ja. So. Und ansonsten, bei dir auf dem Hof läuft alles? Läuft alles, ja, klar. Ja, das ist so schön. Aber was ist denn eigentlich mit deinen ganzen Mitarbeitern passiert? Tja. So wie ich sehe, nur noch Ole da war. Nur noch Ole, ja. Eieiei. So, aber ihr bist doch ja auch kein schlechter Mensch. Tja. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Was soll ich sagen, ne? Ja. Ach, und vergesst den Messerabatt nicht, ne? Nee, das brauchen wir nicht. Mein Computer, der wirft mir schon einen bösen Blick zu wegen der ganzen Rechnerei. Eben gerade meinte Miguel, dass es schlecht wäre für uns, wenn ich die ganze Zeit das Tor zu habe. Beziehungsweise wenn wir die ganze Zeit das Tor zu haben. Ich so, nö. Bei uns rufen genug an. Und kaufen Fahrzeuge. Und was hat er gerade gesagt? Nö, wird dann besser für uns. So, hä? Was? Naja, Miguel, wie man kennt. Es wurde mir auch vorgeworfen, dass es geschäftsschädigend ist für die, dass die nicht an ihre Fahrzeuge rankommen. Ich so, ja, sie haben doch auch Tore, oder? Naja, was soll man da noch sagen? Ja, das stimmt. Das stimmt. Mein nee. Gott, was schlucken denn die Schweine an Wasser? Das ist ja unfassbar, ey. Anscheinend einiges. Was sag ich dir, ey? Ich hab zum Glück nichts mit Schweinen zu tun. Sei froh. Bin ich auch. Hört sich mein Chef schon wieder rum. Machen nur Arbeit, die Mistviecher. Ja, aber ich denke mal, die kannst du mit gut Gewinn verkaufen, oder? Ja, keine Ahnung, bis jetzt nicht. Oh, das ist natürlich schlecht. Bis jetzt sind sie teurer im Einkauf, als wenn ich sie verkaufe. Auch nicht schlecht. Ah, kommt noch, kommt noch. Na gut, ich bin dann erstmal wieder am Rechnen. Ja. Und ich melde mich dann, sobald ich was habe. Ja, machen Sie das. Jo. Ja. Ciao, ciao. Alles klar, tschüss, Herr Jäger. Jo. Ole. Jupp. Lass mal gleich zusammen, wenn du da fertig bist, die Maschinen zum Händler fahren, die wir verkaufen wollen. Ich bin hier im Hof schon. Achso. Ja, ich habe hier im Hof die Felder auch alle gedüngt. Das eine kann ich nicht düngen, die 12, das ist fertig, da müssen wir erst mal ansehen. Ja. Und dann kann das auch, dann ist alles gedüngt, was geht. Okay.
Alles fertig zur Einsaat. Ja. Dann tun wir auf die Felder, die bei uns jetzt... müssen denn jetzt bei uns noch Felder angesät werden? Ja, ja. Oben am Hof. Ja, dann wollen wir da... gar nichts. Wollen wir da Weizen oder Gerste drauf machen, damit wir Stroh bekommen, damit wir das nachher in den, Fermentierer schmeißen können? In den Komposter, Entschuldigung. Ja, oder bei den Kühen brauchen wir auch dann Stroh. Ja, ja. Da muss ich auch dann. Stroh können wir immer brauchen. Ja, ja. Das ist kein Problem. Ich sehe gerade. Aber das kann ja nicht aktualisiert sein, oder? Oder haben wir Sonnenblumenernte angesät? Ich muss mal gerade hinlaufen. Ich kann das hier nicht überblicken. Weil das kann nun mal nicht sein. Dann hätten wir nämlich schon in zwei Feldern Weizen angesät und das kann nicht sein. Nee, das war. Nee, ist gut. Doch, da ist Weizen angesehen. Hier ist Weizen angesehen. Zwei Felder mit Weizen. Und die 10 ist angesehen mit Sonnenblumen. Okay. Also zwei Weizen und eine Sonnenblume sind schon angesehen. Ja. Müssen wir mal gucken, ob das es wird. Ja, was willst du denn verkaufen? Den John Deere auf jeden Fall? Den John Deere verkaufen wir. Ja. Wir verkaufen unseren Drescher. Und den Fendt. Und den Fendt, ja. Dann die Schaufel von dem Fendt, John Deere bleibt ja aber hier, ne? Der Frontlader geht mit weg, ne? Aber die Schaufel bleibt hier, oder? Ja. Dann haben wir zwei Schaufeln und zwei Frontlader. Ja, haut hin. Was machen wir mit dem kleinen Case? Ich bin die ganze Zeit überlegen, ob wir den Case auch mit abgeben. Aber wir müssen mal gucken, auf welche Schlepper können wir denn noch schmale Reifen machen? 7er vielleicht? Muss mal gucken. Ich probiere mal gerade aus. Hier wird gerade geschrieben, hier fahr mal schneller als 30, das kann sich keiner mit ansehen. Naja. Ich würde es normalerweise auch tun. Habt ihr vollkommen recht, ist überhaupt kein Ding. Nur, ich fahre mit einem riesen Fass, 32.000 Liter Wasser drin, ein Deutz, und wenn ich dann einen Unfall baue und mir wird nachgewiesen, ich bin mit dem Fass hier mit 60 um die Kurve gebrettert oder auf der Landstraße gebrettert, ne? Dann wird es doppelt teuer. Ich kann mir einfach nicht mehr so viele Unfälle leisten, weil dann auch die Versicherung höher wird. Und zweitens mögen es die Zuschauer nicht, dass hier die ganze Zeit Unfälle sind. Deswegen fahre ich hier mit 30. Ja, klar, mich kotzt es auch an, aber so sind wir auf die sichere Seite. Deswegen. Deswegen fahre ich 30. Friesi, es gab Geld. Oh toll, scheiße, wie viel? 1000. Ja, da schreiben ein paar 1000 und manche 1200. Einen am Gebäude 2000. Also alle schreiben 1200. Im PDA steht Einen am Gebäude 2000. Ah doch, nee, Moment, 800, genau. 800 waren da, Einnahmen Gebäude waren heute schon mal. 800 waren schon mal und 2000, aber der kann ja nicht von der BGA sein. Einnahmen BGA steht nämlich noch nichts, außer die 5000. Aber wo kriegen wir denn Einnahmen vom Gebäude her?
800 vom letzten Mal. Wo haben wir denn Einnahmen von Gebäuden? Ich weiß nicht. Das ist die BGA, ja, ja, das haben wir auch schon verstanden, aber... ist die neue BGA. Nee, ich hab die Mist ja aber oben in den alten Fermentierer. Das ja, ja, aber vom Gebäude, das ist das die neue BGA, da wo wir gerade die Rüben reingeschmissen haben. Aber warum haben wir denn 800 von der bekommen? Ja, beim ersten Mal 800 und jetzt 1200, weil jetzt wahrscheinlich mehr durchging. Ja, sind zweimal was da hingefahren, nee. Ja, nee, es wurde in einer Stunde nicht alles fermentiert. Ich habe 5200. Ach so, okay. Alles klar, ja. Genau, das ist dann die Einnahme von dem Rübendings und ja, alles klar. Hm, das haut hin. Also haben wir 1200 gekriegt. Das müsste hinhauen, ja. Nee, für alles dann 2000. 2000 für 5000 Liter, ja. Ja. Der 7er kann auch pflegebereifen. Kommen wir den Case auch weg. Alles klar, dann. So, wo ist der Drescher? Ja. Das meiste Ding wollen wir behalten, ne? Ja, das meiste Ding behalten wir. Ja. Der wird ja mit Schneidwerkwagen verkauft, ne? Komplett. Ja, ja. Alles beim Adler oder was? Ja. Meinst du, wir sollten den Fendt wirklich abgeben? Wenn wir den aufrüsten, hat der nachher 400 PS. Ja, habe ich eben auch gedacht. Ich habe eben schon gedacht, wie ich den Case rausgeholt habe, wenn der Deutz ummodeln können, dann der Case weg und der John Deere und den Fendt würden wir behalten. Ja, wir behalten den Fendt. Der hat ja auch nichts gekostet und den haben wir umsonst bekommen. Ja. Da habe ich so gekämpft gegen den Harald. Harry. Ja, wir behalten den Fendt. Vorerst. Ja. Bis wir uns den nächsten 9er können. An die Quatsch, wir kaufen ja den Xerion dann. Wenn wir den dann haben, dann können wir den Fendt auch weggeben. Ja, schauen wir mal. Wir brauchen bestimmt noch ein paar mehr leistungsstärkere Trecker. Ja. Aber der Case kann auf jeden Fall weg. Ja. So. Ich werfe Startklar. Ich fahre mit dem Drescher oder was? Ja, dann fahre ich mit dem Case. Und wie kommen wir wieder zurück? Ein Taxi. Vielleicht fährt uns ja der Adler oder so. Genau. Warte, ich laufe zurück. Kein Problem. Muss aufpassen, bei Miguel unten, kurz vor Miguel steht der Bulle. Warum? Naja, 30. Hat er keine anderen Hobbys? Keine Ahnung, der steht schon ewig da. Der da festgewachsen ist oder was? Aber der MF hier war für die Größe hier ein guter Drescher, ne? So, ja, von der Art. Der war gut. Also, ja. Hat sich gut gelohnt. Wir müssen nochmal nachschauen, dass wir oben die Bodentemperatur im Blick behalten, wegen dem Mais, damit wir es ansehen können. Ja. Also da sind die Felder auch alle fertig zum Ansehen, ne? Ja. Bei dem einen müssen wir nur das Unkraut im Blick behalten, wo jetzt das Getreide angebaut worden ist, also der Raps. Dass wir da bei Zeiten dann Unkraut wegmachen und, ja. Der Rest ist stark klar. Aber wenn wir oben näher zwei Felder haben wir schon mit Weizen. Für Stroh. Willst du da noch mehr ansehen mit Stroh? Ja, ich will ein bisschen mehr Stroh auf jeden Fall machen, damit wir den Kompost nachher gut verkaufen können. Genau, dann machen wir halt eben noch Gerste und so und Haferzeug. Vielleicht kann man noch ein bisschen Hafer für die Liv verkaufen. Für ihre Gäule. Ja, können wir mal nachfragen. Genau. Und wir sind jetzt gerade so preisabhängig an einer Marke, an einer Sorte, weißt du? Ja. Ich kann ja schnell mit dem Taxi heimfahren und bring die nächsten Sachen. Da kannst du mit dem Adler schon verhandeln hier. Ja.
stell dir mal hier auf die Seite hier an den Zaun. Ja. So, dann bis gleich. Bis später. Der Fan bleibt zu Hause, ne? Jo. Okay, bis später. Bis später. Ja, hallo? Hallo, Herr Freezy, Bayer hier. Moin. Würde nur nun kurz mal hochkommen. Ja, ich komme. Sind Sie denn da? Ja, ich komme. Alles klar, perfekt, dann fahre ich zu Ihnen hoch. Alles klar. Okay, danke, tschüss. Tschüss. Seine Karre läuft, aber wo ist er denn hier? Einen wunderschönen guten Tag, Herr Fritzen. Moin, Herr Adler. Darf ich mir mal ganz kurz Ihr Auto ausleihen? Ja, aber nicht brettern. Nee, mach ich nicht. Hör mal, Ole kommt gleich. Ich habe da vorne schon den Case drauf gefahren, der Drescher, und das wird alles verkauft. Kannst du mit dem Ole Preise ausmachen? Ja, kann ich. Aber nur ganz kurz, kommen Sie mal ein bisschen mit hier. Ja. Die Werkstatt. Ja. Bei Miguel müssen Sie wieder aufpassen, der hat wieder ein bisschen Sand irgendwo, da rieselt es wieder extrem raus. Der wollte mich schon wieder ankreiden beim Polizisten, von wegen, ja, das sei doch kein Benehmen für einen Stadtrat und so weiter. Also da ist wieder höchste Vorsicht geboten bei dieser Natur. Ah, okay. Was ist denn wieder vorgefallen? Ja, ich bin ein bisschen zügig gekommen halt und... Gut, er auch, aber das hat wieder keiner gesehen. Und dann hat er wieder moniert, das Tor sei immer geschlossen. Und ja, und dann ist die Sanduhr wieder gelaufen. Können Sie sich vorstellen? Ach so, ja, das Übliche halt. Ja, genau. Ja, ich weiß nicht Bescheid. Danke fürs Bescheid sagen. Gut, also möchten Sie mein Auto kurz ausleihen? Ja, ganz kurz. Der Bullizist will was von mir. Der fährt da gerade schon hoch. Ich muss da schnell hin. Können Sie auch das Polizeiauto nehmen, steht hier. Ja, dann wird er mich aber, glaube ich, nochmal eine Strafe reinsetzen. Danke, Adler, bring ich gleich bitte. Sofort wieder. Ja. Ja, aber ganz am liebsten. Ja, ganz. Boah, der geht aber ab, du, ey. Geht mir am Arsch. Jeff? Ole, ja gut, dass ich dich gerade da habe. Hier, du musst mal mit dem Adler verhandeln wegen Preise verkaufen. Ja, pass auf, der hat den Schlag da oben festgehalten, der Polizist, pass auf. Ja, ich fahr langsam. Hör mal! Ja. Ich handel und gib die weiter. Ja. Du musst dir die Preise für die Fahrzeuge aufschreiben. Ja. Das muss ich der Versicherung geben, damit wir da auch nochmal das Geld wieder bekommen von der Versicherung. Genau. Ich schreibe alles auf. Bevor die verkauft werden, sag ich dir Bescheid, oder wie? Hä? Nee, verkauf ruhig. Ich vertraue den Adler da, das ist überhaupt kein Problem. Du musst dir nur die Preise aufschreiben, wie viel wir davon wiedergekriegt haben. Das muss ich bei der Versicherung einreichen, weil dann bekommen wir auch nochmal Geld von der Versicherung. Alles klar. Mach mal. Alles klar, Ole. Jo, tschüss. Tschüss. Herr Blum, du altes Windrad. Der wieder hingegangen. Unglaublich. Mach meinen Kaffee, bis der kommt. Der Wagen ruckelt, weil er 220 fährt und ich hier mit 30 durch die Gegend tuckel.
Der will immer Gas geben, aber er kann nicht, weil ja der Tempomat auf 30 eingestellt ist. Deswegen ruckelt er so, nicht wegen Lex. So, wo bleibt der Bullizist denn jetzt hier? Mich wundert so, dass das mit dem Bullizist so einschlägt. Ihr schreibt auch alle Bullizist. Ich finde das so geil. Ehre dafür bei euch. Naja. Magic Snipte, danke für den Resub im dritten Monat. Das ist sehr, sehr lieb von dir, Dankeschön. Hallo, Herr Breezy. Hallo, Herr Bayer. Da, kommen Sie mal kurz mit. Ja. Schauen wir uns das Ganze mal an. Soll ich nur gehen Sie schon mal zu dem Unterstand? Hallo? Ja, moin, hier ist Karl. Ja, moin Karl, was geht denn ab bei dir? Ja, Gold und Söms. Noch kann mich nicht beklagen, alles super. Ich habe gerade den Polizisten hier. Muss mal gucken, was der Oh. jetzt von mir will. Ja, der hätte mich in der Nogal anholen. Der ist ja Ja. Age gehabt für doch. Ja. Du, pass auf, ich habe eine Frage. Ja. Da ich hier bei mir bei Mobil Sorg war, kein Wagste hab, und du eigentlich am dichtesten dran bist, Ja. ist das möglich, wenn ich mich in Anhänger mal umbauen muss und so, dass ich das vielleicht mit die mit Plots, mit Wagste machen kann? Ja, sicher, kein Problem. Ja, das mal. Mehr wolle ich kennen, dann komme ich irgendwie demnächst mal vorbei. Ja, alles klar. Okay, Jo, danke. gut. Tschüss. Tschüss. Puh, das sind 4 Jahre Emsland-Wohnerei, da verstehe ich platt. Aber wenn die besoffen und schnell reden, dann ist vorbei. So, Bayer, wie ist, was geht Ja, ab? Breezy. So, jetzt schauen Sie mal nach oben. Ja. Fällt Ihnen da was auf? Verbindung mit der Straße? Ja, es geht so. Geht so, meinen Sie? Ja. Also, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Warum? Weil das Gebäudeteil um einiges in die Straße reinreiht. Ja, das ist ganz richtig. Da er aber über 4 Meter über dem Boden hier ist, ist das alles so legitim. Wenn sie dann Leute dagegen fahren, ist das dadurch geschuldet, dass die einfach zu hoch beladen sind. Da würde ich lieber nochmal zu dem guten Miguel gehen, der sich darüber beschwert hat, und da mal gucken, ob er nicht überladen ist oder zu hoch ist. Weil laut Verordnung der Stadt 4 Meter darf über das sein und dann ist das kein Problem. Freut mich, dass Sie sich informiert haben, Herr Freezy. Ja. Jedoch fehlt hier nichtsdestotrotz eine Warnmarkierung. Des Weiteren bräuchten Sie auch eine Höhenanzeige. Ja, das ist alles richtig. Hatte ich beantragt bei der Stadt. Da dieser Hof aber schon zur Zweiten Weltkriegszeit hier stand, damit unter Denkmalschutz steht, darf ich hier leider nichts verändern, dran nageln oder etwas anderes tun. Da müssen Sie sich leider mit der Stadt auseinandersetzen und dann wird da bestimmt was gemacht. Ich bin dafür bereit, da was hinzuhängen, alles Mögliche, wirklich. Ich tue es nicht. Die Stadt sagt zu mir nein, müssen Sie mal versuchen, dass da irgendwie was gemacht wird. Tut mir echt leid. Das verstehe ich natürlich, nur wenn Sie ein Schild hier auf die Wiese stellen, so wie das Schild, das hier steht, dann glaube ich nicht, dass das was mit dem Denkmalschutz zu tun hat, Herr Friesi. Nee, das ist richtig, aber Genau. das muss Das, natürlich was auch da oben die. mit der Warnmarkierung, das Ja, kann ich Herr natürlich Bayer. ansprechen bei der Stadt. Ja, Aber das Schild, dass da zumindest irgendwas hinkommt, dass man, falls sich Leute beschweren, wie es hier vorgefallen ist, zukünftigen Diskrepanzen aus dem Weg zu gehen, einfach sich niemand mehr beschweren kann. Ist überhaupt kein Problem. Wie gesagt, ich mache das wohl alles. Gehen Sie zur Stadt hin, die soll mir das Schild bezahlen. Ich pflanze es sogar noch selber hier hin, aber dafür aufkommen werde ich nicht, weil das hat die Stadt damals so genehmigt, den Bau. Alles Mögliche, ich habe damit nichts zu tun. Ich habe es nicht selber aufgebaut. Es war schon hier, von der Stadt wurde das genehmigt. Soll die Stadt mir das Schild bezahlen, knall ich dahin, überhaupt kein Problem. Perfekt. Dann verbleiben wir so. Dann werde ich Ja. mit der Stadt reden, die soll sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen und dann passt es. Ja. Genau, und ich merke, der Besuch hier ist ordnungshalber, muss ich leider machen. Ja. Auch wenn es, ja. Ja. Sie wissen selber. Gut, dann bin ich ja schon wieder weg. Ja. Alles klar, Alles tschüss. klar, Herr Bayer, tschüss. Ob das alles so richtig war, weiß ich nicht. Ich habe jetzt irgendeinen Bullshit gelabert.
Es tut mir leid, mir ist nichts anderes eingefallen. Ich habe nur keinen Bock, die ganze Scheiße wieder selber aus meiner Tasche zu bezahlen. Es kann sein, dass es falsch ist. Wahrscheinlich kommen jetzt auch wieder zig Kommentare, die mich da belehren. Sehr gerne sogar. Soll jetzt nicht heißen, bitte nicht. Sehr gerne haut daraus was raus. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, nur zum jetzigen Zweck, weil sonst geht ja wieder in die Kommentare steil. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt einfach irgendwas aus den Fingern schnell gesaugt. Kann ich dich auch kurz aufklären dann? Mir ist nichts, ja, mir ist nichts anderes eingefallen. Aber gut, meine lieben Freunde, in dem Sinne verabschiede ich mich. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, bis dahin. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.